Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Planet Zoo. Dieses Mal wieder Schönhausen Zoo, das ist der Herausforderungsmodus hier bei mir auf dem Kanal. In der letzten Folge haben wir hier eigentlich Fortschritt gemacht, aber irgendwie auch nicht. Aber ich habe mir zum Beispiel auch gesagt, dass ich die Barriere doch ein bisschen weiterziehen könnte, dass das dann passt mit den Schildern. Das ist gar keine so doofe Idee. Zumindest hier so außen mal so ein bisschen weiterziehen. Denn dann passen die Schilder, die Informationstafeln und das Spiel beschwert sich nicht. Und für die Kapuzineräffchen ändert sich nichts, wurde gesagt. Und das ist halt tatsächlich, das tatsächlich wahr. Zählt das auch noch? Sehr gut. Und wo ist das letzte Schild? Das ist irgendwo hier drüben, ne? Da. Jetzt ziehen wir nochmal hier so mit rüber. Die hier hinten. Fatt. Ja, ich wusste nicht, dass hier hinten noch ein ist. So, wir ziehen das mal hier hin. Und schon passt das mit den Informationstafeln. Die Leute können hier gucken. Ach, die hat keinen Strom. Ach so, die hat auch keinen Strom. Ja, dann gleich mal ein bisschen Strom bauen. Ich muss einmal kurz mein Mikrofon so ein bisschen zur Seite machen, weil ich sehe nicht, was unten in der Leiste ist. War ein bisschen blöd gewesen. So, lass uns einmal schauen. Machen wir hier Strom hin und schon können die Leute hier auch was über Kapuzineräffchen sehen. Genau, letztes Mal in der Folge haben wir versucht, einen männlichen Tiger zu bekommen. Jetzt habe ich auch schon wieder meine Points ausgegeben. Also ich bin wieder richtig gut unterwegs. Liegt hauptsächlich daran, dass ich jetzt mir zwei Mandrills gegönnt habe. Und der eine war für Conservation Quills, das Männchen. Und das Weibchen ist für war für Geld. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, dass wir jetzt eventuell nochmal einen bengalischen Tiger kriegen. Also einen Königstiger und Mandrill. Einmal gucken. Dass wir die beiden auf unserer Liste haben. Aber das ist auch schon sehr teuer. Aber wir haben beide auf der Liste. Gucken uns das an, ob das klappt. Ja, ich hatte ja große Pläne hier. Okapi-Gehege und so. Eventuell mache ich die doch woanders. Aber eventuell hatte ich mir jetzt überlegt, dass wir hier drüben ja so ein Mandrillgehege machen können. Oder hier halt, ne? Das wäre auch ganz schön. Dass man hier irgendwas machen kann. Hier so eine Mandrill-Ecke. Das war auf jeden Fall meine Idee. Dann müssen wir mal schauen, ob das klappt. Hier drüben würde auch gehen, hier drüben auch. Also ich möchte auf jeden Fall mal wieder Mandrill haben, die einfach auch ein bisschen lauter unterwegs sind. Jetzt haben wir letztes Mal ja hier das Tigergehege gemacht, oder die beiden. Und die Kapuzineräffchen. Und jetzt möchte ich die nächsten Affen quasi haben. Und das würde ich gerne hier machen, irgendwie mit Mandrill. Mandrillen. Oder machen wir hier drüben bei den Kapuzineräffchen hier auch nochmal so ein Mandrillgehege. Und dann haben wir hier hinten so eine Affengruppe sozusagen. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Wie mache ich das? Mache ich es hier? Oder mache ich es hier hinten? Ich mache es hier hinten. Das ist, glaube ich, cooler. Mal gucken. Oh, es gibt noch ein Männchen, aber auch für Geld. Das wäre gar nicht mal so ein schlechtes Männchen gewesen. Gar nicht mehr so schlecht. Marketing ist sehr schlecht. Okay, ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, dass ich hier ein bisschen eine Timelapse reinkriege. Und dass wir hier irgendwie ein Mandrillgehege bauen. Ich bin mal gespannt, wie. Aber ich glaube, ich platziere es hier. Gucken wir mal. Also, wir hören uns gleich wieder in der Timelapse. So, jetzt sind wir dann auch in der Timelapse. Das ging ja dann relativ fix, der Anfang. Wir legen mal los. Ich hatte mir gedacht, wir könnten hier unten so eine kleine, ja, wie sagt man, Vertiefung machen bei den Mandrillen. Und dass wir hier so ein bisschen zwei verschiedene Wegpunkte quasi haben, wo man die Tiere beobachten kann. Ich arbeite auch ein bisschen mit dem kleinen Aufgang, weil man kann die ja relativ klein machen, die Wege. Ich kenne jetzt ja das Resultat, ihr kennt ja noch nicht das Resultat dieser, ich weiß nicht, wie lang ist die Timelapse? Die ist schon relativ lang. Ich glaube, eine Viertelstunde Timelapse. Alter, ich bin noch gar nicht vorbereitet, dass ich jetzt eine Viertelstunde quatschen muss. Naja, egal. Ich hab's ja gespielt. Genau, ich versuche, dass wir ein bisschen Struktur hier reinbringen. Ich bin relativ zufrieden mit dem Endresultat. Deswegen freut euch jetzt schon mal darauf und lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt. Und ein Abo. Denn lasst uns mal drüber sprechen. Wir sind ein paar mehr geworden in der letzten Zeit. Und das macht mir sehr viel Freude.
ich möchte mich mal kurz bedanken bei all denen, die hier neu dazugekommen sind, alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal und natürlich auch an alle alten Abonnenten, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Die darf man nicht vergessen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier ein YouTube-Kanal, ja, den habe ich ja schon länger, aber mittlerweile einen YouTube-Kanal habe, der auch viel aus Planet Zoo besteht. Denn es ist einfach, und das muss man jetzt einfach auch mal sagen, es ist mein Lieblingsspiel, ja. Ich spiele noch ein paar andere Spiele, auch viel, den Football Manager zum Beispiel, aber Planet Zoo ist dann doch schon mein absolutes Lieblingsspiel. Ich liebe halt auch Zoos. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass das so das ist, worauf ich immer gewartet habe. Es ist immer ein bisschen schade, ich habe ja letztens meinen Kanal mal ein bisschen aufgeräumt, ich habe mal ein paar alte Videos, ja, entfernt, sag ich mal, also die sind jetzt nicht mehr da, die sind nicht mehr zu sehen, aber es ist auch unbedeutend für den Kanal, wie er jetzt existiert. Und das ist ja auch noch, also ich mache das Ganze ja schon ein paar Jahre und es ging natürlich nie so gut wie jetzt und ich habe auch noch nie so eine große aktive Community gehabt, wie ich euch habe. Deswegen möchte ich da an dieser Stelle schon mal nochmal Danke sagen, denn ihr macht das gut, ihr macht das toll, es freut mich immer wieder. Hammer nice. Genau, und dann sind einige neue dazugekommen. Ich habe auch schon gesehen, dass, also man kann in den Statistiken dann sehen, dass auch einige von euch noch nicht abonniert haben, die mich sehen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn ihr einen YouTube-Kanal habt und noch nicht abonniert habt, dann schmeißt doch mal das Abo an. Ihr könnt ja die Glocke deaktivieren, wenn ihr das nicht mögt. Aber so ein Abo, das tut euch nicht weh und es unterstützt mich ungemein. Das lässt meinen Kanal wachsen, denn je mehr Leute das sehen, desto öfter wird das denen auch vorgeschlagen oder anderen Leuten vorgeschlagen. Das findet YouTube gut, das findet der YouTube-Algorithmus super. Deswegen liken, kommentieren und auch abonnieren, wenn man es noch nicht getan hat. Richtig. Ja, dann habe ich das Battlen jetzt abgeschlossen, ne? Aber man muss auch mal zwischendurch, es ist ja halt, man muss es zwischendurch auch mal sagen, denn einige Leute vergessen es auch. Ja? Die denken auch, ja, macht mein eigenes Abo, macht das wirklich einen Unterschied? Und ja, es macht halt wirklich einen Unterschied für den YouTuber. Deswegen tut es, ihr verliert nichts dadurch. Ihr gewinnt eigentlich nur, denn ihr werdet ja quasi benachrichtigt, wenn dann das Video online kommt. Ganz genau. So, lass uns doch mal drüber quatschen, was jetzt hier so ein bisschen passiert ist. Jetzt haben wir schon 4 Minuten hier über Sachen geredet, die überhaupt nichts mit dem Video zu tun haben. Denn ich habe gedacht, ich baue das Mandrillgehege und war mir dann unsicher, was genau in so ein Mandrillgehege gehört. Wichtig ist natürlich ein kleines Mandrillhaus. In unserem Mandrillhaus hier können die Besucher nicht gucken. Das weiß ich nicht, ob das cool ist. Ich hätte auch gerne irgendwas gemacht, wo die Leute hingehen können. Wir werden eben ein paar mehr Affen bauen hier in diesem Zoo. Ich denke auch Schimpansen oder nochmal Bonobos oder Orang-Utans, irgendwie sowas. Möchte ich auch nochmal machen und da kann man gucken, dass man mal ein Affenhaus macht. Eventuell mache ich auch 2 von denen. Dass wir da irgendwie ein Affenhaus machen. Bei den Mandrillen ist das Mandrill. Ich glaube, die heißen auch im Plural Mandrill, ne? Oder? Ich glaube, ja. Da ist das ein bisschen anders. Die haben jetzt hier so ihre Hütte. Die wird auch nicht gut dekoriert werden. Also es wird einfach nur so ein bisschen. Ihr seht es schon. Also es ist Rigips auf dem Boden. Da mache ich da so ein paar Rigips-Erhöhungen hin. Und da könnt ihr drauf schlafen. Es ist schon sehr, ich sag mal, praktisch gelöst in dem Gehege. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Richtig. Und dann ist das Gehege auch groß genug, wenn wir da eine kleine Mandrillfamilie, eine kleine Mandrillgruppe, eine Herde haben. Das reicht dann eventuell auch. Ich glaube, es sind Gruppen. Ne? Mandrill, die leben in Gruppen. Affen leben meistens in Gruppen. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob wir genug Tierpflegerhütten haben und so, aber das muss man natürlich mal beobachten, ob das passt mit der Kleinen. Ansonsten müssen wir die vergrößern und dann wird es auch gut, denke ich mal, wenn wir die dann eventuell vergrößern, auch den Personalraum, irgendwie sowas bei den Ameisenbären. Weil das wird auch noch geupdatet, das mal so ganz nebenbei, nicht diese Folge, aber irgendwann wird das Ameisenbären-Gehege auch geupdatet. Das kann ja nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Das wäre eine Schande, denn so mega zufrieden damit bin ich nicht. Es ist nur vorübergehend. Die Pergola ist tatsächlich das Beste an dem Gehege von den Ameisenbären. Deswegen muss man einfach mal schauen, ob das dann besser gemacht werden kann. Zwischendurch lasse ich das Spiel auch mal laufen, um zu gucken, dass wir noch ein paar mehr Mandrill bekommen und dass wir auch den männlichen Tiger kriegen. Spoiler Alert, der männliche Tiger ist zum Schluss dabei.
ein weiterer Mandrill eventuell nicht. Da kann ich mich gerade gar nicht entsinnen, ob ich da welche gekriegt habe oder nicht. Ihr seht auch hier so ein bisschen Schlaf-Stuff für die Mandrill und auch, dass sie da hochklettern können. Die können auch sonst da hochspringen, aber so sieht das ein bisschen realistischer noch aus. Und dann ist das Drinnengebäude quasi auch schon fertig für die, ne? Also da ist auch nicht so mega viel. Das darf man ja nicht vergessen, dass da nicht so mega viel drin ist, ne? Dann wollte ich hier eine Wasserleitung hinmachen, entscheide mich dann für eine Wasserschüssel, die ja dann aufgefüllt werden muss, aber ja, macht ja nichts. Die Wasserleitung findet ihr ja immer doof. Ich mag die ja eigentlich, das muss ich ja gestehen. Es ist halt praktisch und es funktioniert halt, deswegen baue ich die so oft. Ihr findet das immer ein bisschen blöd, aber was soll it, ne? Was soll it? Der Rest der Folge, Spoiler Alert, besteht, glaube ich, aus 80% Kletterstuff bauen und dann den Rest ist, oder der Rest ist Gehege dekorieren. Ich habe mich mal wieder selbst verloren in dem Kletterstuff bauen. Es ist manchmal, wenn ich dann erstmal anfange, dann bin ich auch erstmal weg, ne? Also habe ich ein paar Ideen und gucke mir ein paar Bilder an, was man machen kann und so. Ich arbeite viel mit den Grids, sodass die halt immer auch gerade sind, die Teile, die ich da platziere. Aber am Ende des Tages baue ich so viel Kletterstuff immer. Und heute, glaube ich, in der heutigen Folge, also in dieser hier, da wird es tatsächlich auch ein bisschen mehr. Also ich versuche eine Brücke zu bauen und so. Das ist. Ihr werdet es ja sehen. Das Gehege ist nicht so mega groß, aber der Kletterstuff ist groß. Also die Mandrillen müssen eigentlich nur oben drin leben. Der Rest ist nicht begehbar für die. Und das, obwohl die Mandrill auch nicht mega viel klettern eigentlich. So bei Schimpansen wäre das vielleicht besser gewesen. Naja, mal schauen. Es passt auf jeden Fall zu dem Mandrill, das mal so ganz nebenbei. Ihr seht auch hier, dass ich versuche, ein paar Aufgänge zu machen, ein bisschen was anders zu machen. Und das Wichtige bei den Klettersachen, das können wir ja gleich mal diskutieren, ist, dass man auch ein bisschen verschiedene Höhen macht. Das habe ich zu Anfang auch nicht wirklich gekonnt. Verschiedene Höhen und auch mal überlegen, dass man ein paar Baumstämme hier oder Kletterstämme mal aufeinander legt. Denn das wäre in einem realen Zoo, in einem realen Gehege auch so, dass die ab und zu ein paar Teile haben, die einfach auch ineinander oder aufeinander liegen und nicht nur ineinander reingewurstet sind. Ich kann mich hier auch gar nicht mehr dran erinnern, was ich hier gemacht habe. Ach doch, jetzt schon. Das ist der Anfang der Brücke. Oder? Ja, das wird der Anfang der Brücke sein. Dieser Aufgang dort ist so ein bisschen sehr komisch, wenn ich da mal ehrlich bin. Das ist auch der Part des Kletterstuffs, der mir, glaube ich, am wenigsten gefällt. Das ist dieses erhöhte Ding hier. Weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Völlig bescheuert eigentlich. Aber es hat geklappt. Achso, das lege ich so darüber. Ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, wie das hier auf der Seite aussieht. Ich scheine mir relativ sicher zu sein. Genau, eigentlich wollte ich das Futterding auch noch nach oben legen. Aber die Mitarbeiter kommen ja nicht ran, ne? Das ist so ein bisschen blöd. Es wäre noch cool, wenn die Mitarbeiter irgendwie auf die Futterplattform kommen, wenn die höher liegen. Aber das können die halt nicht. Die können halt echt nicht irgendwo drüber gehen. Das ist sehr nervig bei den Mitarbeitern. Ich hoffe, dass das irgendwann mal verbessert wird. Hier die obligatorischen Ringe. Wenn ihr die noch nicht kopiert habt, dann tut das auf jeden Fall, denn das ist wichtig. Sieht immer sehr natürlich aus mit solchen Ringen. Ich hoffe, dass auch irgendwann mal solche Ringe in das Spiel implementiert werden, dass die da dann auch mit spielen können, dass sie sich da reinsetzen können, ein bisschen schaukeln können. Ich versuche auch heute eine Schaukel zu bauen, das mal so ganz nebenbei. Hier sehen wir jetzt, wie ich versuche, die Brücke zu bauen und erst wird es eine Seilbrücke und das ist nicht cool, aber das Endresultat ist ganz, ganz okay. Hätte man aber besser machen können. Aber es ist mein erster Versuch, so eine Brücke zu bauen, deswegen seid nett in den Kommentaren und seid nicht zu streng. So muss das eher sein. Seid nicht zu streng, denn so ein bisschen üben tut man ja noch, ne? Und hier übe ich dann halt mit diesen Seilen. Ich versuche dann hier so Holz in die Mitte zu machen. Die können auch drüber laufen, also die Affen können das benutzen. Nicht gut, aber sie können es benutzen. Aber es ist halt nicht optimal gelöst, sag ich mal. Es ist auch ein bisschen unrealistisch, dass die
die Reifen da so, so hängen, quasi diese, wie nennt sich das denn, Holzstämme. Im Real Life würden die sich ja drehen und so. Oder ich hätte die ein bisschen versetzt hinplatzieren müssen mit verschiedenen Höhen. Könnte auch noch was sein, weil jetzt aktuell sieht das eher, ja, das sieht schon sehr krass aus, wie das da hängt. Also es hängt ja eigentlich nicht, es ist ja mehr so drauf gelegt. Das ist ein bisschen blöd. Ich finde einfach keinen weiteren Mandrill. Den Tiger, den behalte ich im Auge. Ich kriege aber nicht genug Conservation Credits. Overtime. Haben mich auch einige Leute gefragt, ist es so, dass man die nur hier Overtime kriegt und nicht durch Begrüßen der Besucher oder tägliches Einloggen. Also Overtime und, wie soll man sagen, also Überzeit kriegt man die durch den Zuruf und dann bekommt man die natürlich fürs Auswildern. Das sind aber auch die einzig beiden Möglichkeiten, wie man Conservation Credits, Arterhaltungspunkte bekommt. Hier sehen wir jetzt diese Schaukel. Ich entscheide mich ganz dezent dafür, nochmal einen Reifen dran zu bauen. Baue jetzt den dritten Reifen oder den zweiten Reifen. Ich weiß gar nicht mehr. Die können den leider nicht benutzen, habe ich auch schon gesagt. Aber der Rest ist eigentlich ganz cool, ganz okay. Platziere ich hier nochmal. Weil ich so stolz auf diesen Reifen bin, auf dieses Reifenhalterungsding. Verklick mich da ab und zu ein paar Mal. Und ja, ihr seht. Oh, dann habe ich mich nochmal richtig verklickt. Das war richtig nervig. Jo, ich denke auch, wir nähern uns langsam nähern wir uns dem Ende der Timelapse. Nicht so mega schnell. Ich versuche hier nochmal eine richtige Schaukel zu bauen. Die können die ja nicht benutzen, leider. Das wäre nochmal das i-Tüpfelchen, wenn die Affen die benutzen könnten. Dachte, ich könnte dann hier nochmal sowas machen, so eine Mehrfachschaukel. Geht natürlich nicht. Aber es wird diese Schaukel werden, wie ihr sehen könnt. Und die platziere ich dann auch noch ein bisschen woanders. In der Hoffnung, dass die dann, die werden sich draufsetzen, die werden rüberlaufen, aber die werden nicht damit schaukeln. Bisschen schade, ein bisschen blöd. Aber sie können alles begehen. Oder erreichen, heißt das ja. Das ist ja auch viel wert in Planet Zoo. Der Klassiker mit den Steinen. Ich mache die Steine auch rund um die Futterstelle. Platziere hier und dort nochmal ein, zwei kleine Steinchen und platziere danach nochmal hier und dort ein, zwei kleine Pflänzchen. Afrikatropen, ihr kennt es, und dann ist das Mandrillgehege. Das Mandrillgehege. Fast komplett, wie man sich das eigentlich wünscht. Bin ich mal gespannt, ob ich damit fertig werde. Ich denke ja. Naja, lass es mich so sagen. Ich versuche es richtig einzurichten. Und ich glaube, ich mache auch noch die Pflanzen hier in dieser Timelapse. Ich bin mir ein bisschen unsicher gerade. So ein bisschen das Gefühl, dass es nichts wird. Aber ich hoffe, ich habe es aufgenommen. Das wäre fatal, wenn es nicht so wäre. Naja, gucken wir mal. Nichtsdestotrotz, ich denke, ich werde es nicht schaffen, heute auch noch einen Realtime-Part aufzunehmen. Im Nachhinein. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle über einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht getan habt, freuen. Gleich kommt die Endcard und in der Endcard sind zwei Videos verlinkt, die euch eventuell interessieren können. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann klickt ihr einfach drauf. Und ansonsten sehen wir uns allerspätestens in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, was es morgen gibt. Ob es hier wieder Schönhausen Zoo gibt oder eventuell das Kitzsiegel-Reservat. Man weiß es nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis in der nächsten Folge und haut das mal rein. Tschüss.